Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den Juni in 2021 für den Aszendenten Steinbock. Natürlich macht es Sinn, dass du deinen Aszendenten kennst. Ist das noch nicht der Fall? Klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link, wo du erfährst, wie du ihn dir berechnen kannst. Des Weiteren gibt es in diesem Monat eine Aktion. Du kannst dein vedisches Gesundheitshoroskop mit 10% Rabatt erhalten. Auch dazu findest du unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung einen Link mit mehr Informationen, wenn du zu diesem Thema tiefer einsteigen willst. Und vor allen Dingen sind darin auch ganz viele Methoden aufgeführt, wie du in diesem Bereich deine geschwächten Planeten stärken kannst, was wiederum deinem Wohlbefinden zugutekommen wird. Gut, doch jetzt steigen wir ein in dein Monatshoroskop und hier beginne ich mit der Deutung des sechsten Hauses. Wie du siehst, sind dort mehrere Energien am Wirken. Die Bereiche, wo mehrere Planeten beeinflussen, sind für uns wichtiger in diesem Monat. Das sechste Haus steht zum einen für deine Gesundheit, das sechste Haus steht für Schulden, das sechste Haus steht für deine tägliche Arbeit, es steht aber auch für Verzögerungen und dass du Verbesserungen erzielen möchtest, ja? Also das Thema, etwas zu verbessern, ist wichtig für dich in diesem Monat. Im sechsten Haus haben wir bei dir den Mondknoten Rahu. Gegenüber ist der andere Mondknoten Ketu, der ist im zwölften Haus. Diese Lernaufgabe begleitet dich schon seit einem Jahr und geht auch noch bis Ende diesen Jahres. Unter anderem ist es so, dass du mit dem Ketu im zwölften Haus dich an und für sich mehr zurückziehen möchtest von allen weltlichen Bindungen und Verpflichtungen. Der Rahu im sechsten Haus sagt aber, dass du hier noch deine Pflichten zu erfüllen hast, dass du deiner Arbeit nachzugehen hast, selbst wenn dich diese oft stresst. Rahu verursacht Stress in diesem Bereich. Und so ist es gut, wenn du das realisierst und sagst, okay, es stresst mich, es nervt mich, aber das ist jetzt einfach Teil meines Plans, Teil meines Lebens und ich gehe da so gut wie möglich hindurch, durch meine Pflichten und durch deine tägliche Arbeit. Wir haben den Merkur im sechsten Haus. Der Merkur, klar, erfährt jetzt auch Verzögerungen in seinen Bereichen. Das Gute ist, er steht dort in seinem eigenen Zeichen. Der Merkur ist rückläufig bis zum 22. Juni. Das ist dann keine so gute Zeit, um zu reisen. Des Weiteren steht der Merkur für Investitionen und Spekulationen, natürlich auch keine gute Zeit dafür, wenn er im Haus der Verzögerungen steht. Da geht dann alles schleppend. Das Gute ist, du kannst jetzt dir Wissen aneignen, dir Informationen holen in Verbindung mit deiner täglichen Arbeit. Du kannst deine Talente, deine Fertigkeiten dort besser einsetzen, auch deine Managementfähigkeiten. Du kannst versuchen, dort etwas zu verbessern im Rahmen deiner Pflichterfüllung, im Rahmen deiner Arbeit, um dort effizienter zu werden. Es kann aber auch zu Rechtsangelegenheiten kommen. Das sechste Haus und der Merkur haben beide mit Rechtsstreit oder Rechtsangelegenheiten zu tun. Wenn es um das Thema Gesundheit geht, denn das sechste Haus steht auch für die Gesundheit, dann tut es dir gut, wenn du jetzt eine für dich passende Ernährungsumstellung vornimmst. Der Merkur hat immer viel mit Ernährung zu tun. Mit Freunden, mit mütterlichen Verwandten kann es auch zu Auseinandersetzungen kommen, denn Merkur repräsentiert ebenso diese Personen. Wenn du reisen möchtest, ab dem 23. Juni wird der Merkur wieder direktläufig, dann ist diese Zeit dafür besser geeignet. Trotzdem können dabei auch Verzögerungen auf dich zukommen, weil Merkur einfach im Haus der Verzögerungen aktuell ist. Bist du selbstständig? Merkur steht für die Selbstständigkeit. Dann ist es auch ein Monat, wo du Verbesserungen vornehmen solltest im Rahmen deiner Selbstständigkeit und wo du halt auch, ja, ein Stück weit einen längeren Atem brauchst,
weil es nicht so schnell und so leicht geht, wie du es gerne hättest. Die Sonne haben wir ebenfalls im sechsten Haus. So kann es auch zu gewissen Herausforderungen mit einem Chef, mit Autoritäten, mit Ämtern, mit Regierungsstellen kommen. Es geht auch darum, dass du in deinem Beruf, ja, berufstägliche Arbeit, Verbesserungen vornimmst. Gleichzeitig verlangt dir aber auch deine tägliche Arbeit mehr Opfer ab oder auch das Thema Schulden kann dir mehr Opfer abverlangen. Deswegen natürlich, wenn du jetzt auch zwei herausfordernde Energien im Haus der Schulden hast, bitte keine neuen Schulden aufnehmen. Mit dem starken Merkur darin lieber schauen, wie du diese effizient und so schnell wie möglich abbezahlen kannst. Die Sonne geht am 22. Juni in das siebte Haus. Das ist jetzt eine Zeit, wo du mehr an die Öffentlichkeit gehen sollst, wo du dich mehr präsentieren sollst, auch in Verbindung mit deinem Beruf, mit deiner Tätigkeit oder auch eben in einer Selbstständigkeit. Das siebte Haus steht für die Selbstständigkeit. Du kannst da jetzt auch mehr Kontakt mit anderen Menschen haben oder auch eine Art Führungsrolle übernehmen. Das siebte Haus ist ebenso das Haus der Partnerschaft. Eine Beziehung kann dir jetzt mehr Opfer abverlangen. Das siebte Haus steht auch für Reisen. Auch Reisen ist dann mit Opfern verbunden. Und ja, du kannst aber auch Inspirationen haben. Inspirationen in Verbindung mit dem Ausland, vielleicht sogar mit dem Leben im Ausland. Inspirationen in Verbindung mit einer Beziehung. Die Sonne ist dort nicht alleine, denn die Venus befindet sich bis auf wenige Tage den ganzen Monat über auch im siebten Haus. Die ersten zwei Tage ist sie im sechsten Haus, die letzten zwei Tage ist sie im achten Haus. Und dazwischen, die ganze restliche Zeit ist sie im siebten Haus. Die Venus selbst steht für die Beziehung, steht für die Liebe, steht für die Partnerschaft und das siebte Haus auch. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Mann bist und du bist noch Single und wir haben jetzt die Venus, den Planeten der Liebe, durch das Haus der Beziehung laufen, dann kann es auch eine Begegnung möglich machen. Wenn du schon in einer Beziehung bist, egal ob Mann oder Frau, und wir haben den Planeten der Liebe im Haus der Partnerschaft, dann kann es anzeigen, dass du auch eine gute Zeit in deiner Beziehung haben kannst, dass ihr euch liebevoller, respektvoller behandelt, dass ihr auch gemeinsam etwas Gutes für euch tun könnt. Die Venus regiert bei dir über das fünfte Haus, das ist das Haus der Kinder. Also auch Kinder können im Rahmen einer Beziehung wichtiger werden, sodass ihr gemeinsam als Familie auch jetzt etwas Schönes gemeinsam tun könnt oder auch wirklich einfach im Kontakt liebevoller miteinander umgeht. Der Mars ist ebenfalls im siebten Haus bis zum 11. Juni. Der Mars ist dort schwach, das heißt, es kann auch zu Konflikten kommen mit Geschäftspartnern, aber natürlich auch in einer Beziehung. Und es kann auch zu Problemen kommen, wenn es um Reisen geht, wenn du selbstständig bist, zu Problemen in Verbindung mit einer Selbstständigkeit. Und diese Bereiche frustrieren dich dann auch mehr, wenn es nicht so geht, wie du es gerne hättest. Und wenn wir den Mars und die Venus zusammen sehen, das ist die Leidenschaft der Kom der, Entschuldigung, das ist die Kombination der Leidenschaft, nicht die Leidenschaft der Kombination. Also, und wenn die Leidenschaft hier zu stark am Wirken ist, auch gerade im Bereich der Partnerschaft, dann ist das natürlich auch nichts Positives. Klar sollst du Freude haben an einer Beziehung, aber alles aus einem, ja, ruhigen Gemüt, aus einem ruhigen Gemütszustand heraus und nicht, weil dich irgendwelche Leidenschaften übermannen. Der Mars wechselt am 12. Juni ins achte Haus. Dort steht er zwar im Zeichen Löwe besser, aber das achte Haus ist das Haus der Schwäche. Und so wirst du dich erneut schwerer tun, deinen Willen, deine Durchsetzungskraft, deine Energie auf eine positive Art und Weise einzusetzen. Am besten nutzt du
hier den Mars mit deiner Energie, mit deinem Fokus, um ihn in ja, die Aufarbeitung von deinen Schwächen zu investieren, um zu forschen, um Energie einzusetzen, damit du innen stabiler werden kannst. Also so gebrauchst du den Mars gut. Der Mars steht bei dir gleich doppelt für das Zuhause und für Immobilien. Wenn er im achten Haus ist, im Haus der großen Transformationen, kann das auch einen Umzug anzeigen oder es stehen Reparaturen an oder große Veränderungen innerhalb deines Heims. Wenn du in Immobilien investieren willst, nicht unbedingt in der Zeit, wo der Mars im Haus der Schwäche ist, weil diese Investition wird mit einer Schwäche von Anfang an belastet sein, die sich dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt bemerkbar machen wird. Gut, dann komme ich zum ersten Haus und dort siehst du einen leuchtenden Mond. Das heißt, der Vollmond ist am 24. Juni, einen Tag vorher, einen Tag danach wirkt er und er wird dir etwas geben oder er wird dir etwas bewusst machen bezüglich deiner Lebensausrichtung, bezüglich deinem Körper oder deiner Persönlichkeitsentwicklung. Etwas Positives kann er dir hier bewusst machen, wo du vorher schon die Saat dafür gesät hast und so wirst du ein Stück weit das Gute, was du selbst schon vorher gesät hast, dann ernten können in diesen Bereichen. Im zweiten Haus haben wir bei dir einen starken Saturn mit viel Fleiß, mit viel Ausdauer, mit viel Durchhaltevermögen. Wirst du dich um deine äußere Sicherheit und Stabilität bemühen. Saturn ist der zweitwichtigste Planet bei dir, der dich am zweitbesten beschreibt und dein Lebensweg. Und so sind die Bereiche des zweiten Hauses jetzt ganz wichtig für dich. Und das gilt auch noch für die nächsten 2 Jahre. Beim zweiten Haus geht es ums Geld verdienen. Es geht um deine Ressourcen. Es geht um deine Verantwortungsbereiche. Und Saturn möchte auf der materiellen Ebene für Sicherheit und Stabilität sorgen. Er hat Kraft, so bist du dazu auch in der Lage, aber eben mit Fleiß, mit Ausdauer, mit Durchhaltevermögen. Es wird dir nichts geschenkt, sondern du selbst wirst es dir hier konstant erarbeiten und aufbauen. Saturn steht aber auch für Verzögerungen, also erwarte nicht, dass das alles flutscht und leicht läuft, sondern du brauchst einen langen Atem und wirst einfach permanent dran bleiben müssen. Im dritten Haus haben wir den Jupiter. Jupiter steht einerseits gut im eigenen Zeichen Fische. Andererseits ist das dritte Haus auch das Haus der Schwierigkeiten. So geht es auch darum, gewisse Herausforderungen, die sich zeigen mit Kindern, wenn du eine Frau bist, mit einem Partner. Oder aber auch mit den Finanzen jetzt zu meistern, da Jupiter Kraft hat, wirst du auch in der Lage sein, dies natürlich zu tun. Auf der anderen Seite unterstützt der Jupiter positiv das dritte Haus. Dort kannst du wachsen, dort kannst du expandieren. Das dritte Haus steht für deine privaten Interessen, für deine Hobbys, aber auch zum Beispiel für Nachbarn oder für jüngere Geschwister. Auch das kann eine bessere Beziehung anzeigen mit Nachbarn, mit jüngeren Geschwistern. Du kannst vielleicht dich weiterbilden mit Themen, die dich privat interessieren oder deine Fertigkeiten weiter ausbauen, um dadurch auch Glück und Zufriedenheit zu erfahren. Übrigens, der Saturn ist den ganzen Monat über rückläufig, das heißt, die Themen des zweiten Hauses, also das Geld verdienen, die Ressourcen und dich gut um deine Verantwortlichkeiten zu kümmern. Das, was du dort angehst, das sind alles Themen, die du schon kennst, die sich schon gezeigt haben. Das ist nichts Neues, worum es geht. Und da heißt es einfach weiter dranbleiben, solange Saturn rückläufig ist. Der Jupiter wird ebenfalls rückläufig ab dem 21. Juni. Das bedeutet, neue Themen in den Bereichen des dritten Hauses werden dann im letzten Drittel im Juni einfach noch weiter bearbeitet. Es kommt dann nichts
Neues hinzu. So kannst du unter anderem auch das Thema Rückläufigkeit verstehen. Ein wichtiger Hinweis kommt noch, und zwar haben wir am 10. Juni eine Sonnenfinsternis. Das bedeutet, vom 7. bis zum 13. Juni ist es keine so gute Zeit, um neue Projekte zu starten, um ja wichtige Vorhaben umzusetzen. Mach das lieber vorher oder nach dem 13. Juni. Zum Schluss noch einmal der Hinweis, möchtest du tiefer einsteigen zum Thema Gesundheit? Nutze die Aktion zu deinem vedischen Gesundheitshoroskop und natürlich wünsche ich dir alles, alles Liebe für diesen Monat, alles, alles Gute, vielleicht bis bald oder bis zum nächsten Monat.